Showtime, Baby. The Awesome Gallery is an institution in Hamburg, highlighting the advancement of urban art legend Oz. After the highly respected artist passed away, his art became more demanded than ever. Alex Heimkind, one of the founders of the Awesome Gallery, has recently found a new and exciting space for a big art vision. A four-story building becomes one unique art experience. Welcome to a special place. Also, wir sind hier im OZM Hammer Brooklyn. Dieses hier ist eine Weiterentwicklung von Galerien. Wir nennen das schon Exponat. Also es ist ein Kunstwerk. Du hast ja eben gerade gesehen vor dem Gebäude, also alle Wände von außen sind schon als Werk erkenntlich. So, da haben Darko FBI, Dime und Lumen drauf gemalt. Und unsere Tür, die fängt schon an, den Besucher halt in Empfang zu nehmen. Und hier setzen wir aber noch eine künstliche Intelligenz in die Tür und eine Biometrie, die dich dann erkennt und auch in Empfang nimmt. Und die Idee davon ist, dass das ganze Gebäude anfängt, halt sich mit dem Betrachter auseinanderzusetzen, der sich die Kunst betrachtet. Du gehst in eine Ausstellung und wirst halt auch von der Kunst betrachtet. Also hier reagiert nachher in Form von Licht und so das ganze Gebäude auf dich. Und hier kommen ja auch alle Medien an und ich versuche halt im Grunde genommen die Stadtwerke so in Form von Fernwärme noch mit ins Boot zu holen, die Elektrizität, so dass die alle Teil des Kunstwerks werden. Interessant. So eine Idee vom OZM, dass du halt mit klarem Verstand hier reingehst, ja. So, weil die Komplexität auch von Farbe und Form so intensiv sein kann, dass es auf jeden Fall eine Wirkung auf dich hat. Darko Caramello Nicolli. Wir haben halt jetzt mit ihm, ich glaube, die vierte Ausstellung. Ja. Und mit jeder Ausstellung sind wir immer ein bisschen weitergegangen. Ja. Irgendwann haben wir das Konzept des schwarzen Raums für uns entdeckt und dann konnten wir es noch austüfteln mit dem Licht und er ist halt einfach mega fleißig. Okay. So, und hier ist es jetzt auch die größte Ausstellung, die er je gemacht hat. Ja. Das sind 100 Werke, die hier ausgestellt sind. Und für uns hier als OZM ist das halt total spannend, weil hier geht es tatsächlich nur um Form, um Farbe, um nichts anderes und um die Wahrnehmung des Betrachters. Und wir versuchen es halt so zu präsentieren, dass du halt als Betrachter ganz direkt damit in Verbindung kommst und der Raum sich komplett um dich herum auflöst. In der Qualität, in dem Umfang und auch in der Ästhetik habe ich so etwas lange nicht gesehen, beziehungsweise kann ich mich gar nicht entsinnen, dass ich schon mal in so einem starken Raum, was so eine Art von Kunst anbelangt gewesen bin. Also das begeistert mich schon wirklich. Hier sind wir in den Räumen von Alexei Miri, also sein Künstlername ist Mir. Ja. Und du musst überlegen, wir sind ja alle inspiriert durch New York City, schon. Über Graffiti, und er ist aber inspiriert, weil er in der UdSSR gelebt hat, ja. Durch einen ganz anderen Kontext. Alles klar. Und mittlerweile auch schon über 50 und er hat seinen eigenen Stil entwickelt, den nennt er Inforealism. Sieht man halt viel mit Action gemalt, ja. Lustigerweise auch sehr zeitgemäß mit den Masken. Die Ausstellung hier heißt Fasten Your Seatbelts, ja. Und befinden uns alle wahrscheinlich im selben Flugzeug. Aber wohin geht die Reise? Dieser Raum hier ist für UZ gedacht. Und wenn du halt hier rausguckst, hast du dann halt den direkten Blick auf das, was er halt auf der Straße gemacht hat. OZ macht es ja aus, dass du ihn omnipräsent erlebt hast. Ja. Und Farbe hält halt nicht ewig. Mhm. Und wie würdest du ihn beschreiben?
OZ war auf jeden Fall jemand, der hat es geschafft, Graffiti in ein Bewusstsein zu bringen, dass es mich interessiert hat, hat es eine inhaltliche Bedeutung. Und würdest du sagen, das ist so noch klassisches New Yorker für dich oder was? Nein, anderes? Es ist ganz eigen. Also er hat so einen eigenen Mikro-Makro-Kosmos, auch mit einer Idee dahinter, die einfach im Ausdruck eines Malers ist. Und glaubst du, außer Leute, die in Hamburg miterlebt haben, erinnern sich noch viele? Ja, ja, natürlich. Ich bekomme, aus der ganzen Welt bekomme ich immer noch so Anfragen. Ah, ja. Aber seitdem OZ tot ist, haben wir kein Bild mehr verkauft. Also da geht es dann nicht alleine um den Verkauf oder die Gewinnmaximierung, sondern in dem Fall so geht es auch darum, ein anderes Bild von jemandem zu zeigen, der einfach Hamburgs Stadtbild so enorm geprägt hat, dass man ja in den 90er Jahren und Anfang der Nullerjahre überhaupt nicht an ihm vorbeikam. Das stimmt. Er hat es durchgezogen, hat 7 Tage die Woche, wenn er nicht im Gefängnis saß, gemalt. Now we're here at the temporary studio of Moses and Taps. They are about to paint a huge vinyl canvas. Yeah.